So Leute, ja, von Familie komplett getrennt, kaum noch Freunde, die beiden aus Osnabrück und der aus Delbrück hat sich auch von mir verabschiedet, sozusagen. Ist auch egal, ich will da gar kein Grundwissen und ich komme auch damit klar, ja. Ich meine, irgendeinen Grund muss es ja haben und mir sagt ihn aber keiner und es wird schon irgendwas in der Richtung laufen, wo die mir sagen, wie soll ich sagen? Ist ja egal, auf jeden Fall wird das schon so irgendwo seine Richtigkeit haben, weil ich habe auch ein paar Mal mit dem Messer zugestochen, habe das Glück gehabt, ich wurde dafür nicht verhaftet, ja. Habe auch so schon viel Scheiße gebaut in meinem Leben, von daher alles gut. Ich werde mich auf keinen Fall wehren, ja. Ist egal, was passiert, was mir angetan wurde, wie die mich misshandelt haben, auch wenn die mich jetzt noch tot sehen wollten. Ich hoffe nicht, dass die mich noch umbringen, ja. Und den Glauben habe ich zum Glück auch so weit wie möglich verloren, ja. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft solche Fehler versuchen nicht mehr zu machen. Ne? Und für mich ist es vielleicht auch besser, wenn ich alleine bleibe. Ja, ich sehe das ein, wenn die Menschen das so wollen, ja. Wenn die mich zum Beispiel als gefährlichen Menschen einstufen oder so, bin ich normalerweise überhaupt nicht, ja. Aber wenn die das so meinen, ist okay, weil sie mich vielleicht einbuchten wollten oder so, oder dass ich endlich Fehler mache, damit sie mich einbuchten können, ja. Keine Ahnung. Ich finde, das ist ausgeglichen, ja. Mit den Taten, die ich gemacht habe und mit dem, was die mit mir gemacht haben, ist das wirklich ausgeglichen. Ne? Das ist noch nicht mal ausgeglichen. Ich habe viel mehr abgekriegt als sie. Ich habe mehr abgekriegt als die ich geschädigt habe, ne? Würde ich mal so sagen. Von daher alles klar. Und wenn ich keine Frau haben will, ich gebe die Hoffnung jetzt auch auf und ich kämpfe auch nicht mehr um eine Frau. Und habe keinen Bock mehr drauf. Ist okay für mich. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich habe das Gewerbe, die Gewerbeunterlage schon zum Finanzamt geschickt, ja. Und bin dann überwiegend zu Hause, versuche ein bisschen Geld reinzuholen, dass ich besser leben kann. Und ich denke mal, dass ich mir das auch gut aufbauen kann, das, was ich vorhab. Ich hatte aber noch eine zweite Idee, werde das Gewerbe dann nochmal erweitern. Also da wird schon Geld fließen, da werde ich die Miete selber bezahlen können. Und mein Ziel ist auf jeden Fall auf, weiß ich nicht, über Geld redet man nicht, aber so, ich kann ja mal ein Minimum nennen, so auf 3000 Euro will ich schon kommen netto. Ne? Das habe ich mir so gedacht, das kann ich auf jeden Fall schaffen. Dann habe ich hier zu Hause einiges zu tun. Dann kann ich die Klamotten verschicken, die ich verkaufe, ja. Und ich hoffe, dass eins live, ob ich jetzt was weiß oder nicht, ganz einfach. Ich war damals auch früher ein großes Arschloch, ein großer Schläger. Und was weiß ich, habe Scheiße gebaut. Und ehrlich, ich bin zur Vernunft gekommen irgendwann, ja, und weiß ich nicht. Und die Ärzte haben gedacht, was, der hat eine Schraube locker, so. Und keine Ahnung, und was ich weiß. Was ich weiß, weiß ich, ja. Aber vielleicht hat der Arzt auch in dem Moment recht, ja, aus seiner Sicht betrachtet, ja. Und ich will mich auf jeden Fall nicht dagegen wehren, irgendwie oder so, ne? Und die brauchen sich auch eigentlich keine Sorgen machen, weil ich weiß auch, dass ich Scheiße gebaut habe, ja. Selbst für die Stiche, für die Messerstiche, ja, aufgrund meiner psychischen Krankheit, wäre ich 20 Jahre in der Forensik gewesen, vielleicht, oder 15 Jahre, ja. Ja. Aber ich konnte mich rausboxen. Es war einmal Notwehr und einmal war es eigentlich keine Notwehr. Aber dafür hat man mich unwahrscheinlich im Krankenhaus misshandelt. Ne? Von daher ist alles gut. Ich versuche klarzukommen, auch wenn ich alleine bin. Ich bin von meiner Familie getrennt. Die haben mir sowieso nicht gut getan. Ja, ich habe einfach nur die letzten 20 oder 30 Jahre höllischen Druck halten müssen. Ja, und ich hoffe, dass dieser Druck so langsam mal runterfährt. Und ich bin auch damit einverstanden, dass ich keine Freunde mehr kriegen werde. Ja, bin ich mit einverstanden, wenn die das sehen, die sagen, mit dir stimmt was nicht und man geht ja endlich kaputt oder sonst irgendwas. Ist okay, ich brauche keine Frau mehr. Okay, ich habe dafür Verständnis, wenn ihr das so seht. Vielleicht habt ihr recht. Okay, weißt du was? Und wenn ich mit dem Business, mit dem Online-Business, was ich mache, genug Geld verdiene, dann kann ich mir auch scheiß Noten kommen lassen und fertig. Ne? Und damit ist das Thema erledigt. Und ich hoffe, dass das Scheißspiel jetzt endlich mal irgendwann aufhört, dass ich weiter meine Depotspritzen kriege. Und sonst habe ich auch noch ein paar Sachen zu klären. Ne? Ja, danke fürs Zuhören.